Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Alle Jahre wieder spielen die Bläser der Brassburm. Alle Jahre wieder, das könnte an diesem Samstagabend auch das Motto sein. Denn traditionell laden die Schützen der 3. Kompanie der St. Johannes Schützenbruderschaft Salzkotten nach der Messe am 4. Advent zu heißen Getränken im Rahmen des Treff am Turms ins Pfarrheim ein. Alle 4 bis 6 Wochen findet der Treff am Turm, ein informelles Treffen der Gemeindemitglieder von St. Marien, statt. Jedes Mal organisiert eine andere Gruppe der 2000 Mitglieder umfassenden Kernstadtgemeinde die gemütliche Versammlung. Und im Advent sind die Schützen eben die Gastgeber, die heute reichlich süffigen Glühwein unter die Leute bringen. Für die Schützen ist die Beteiligung am Treff am Turm eine Ehrensache, untermauert sie doch die enge Bindung zwischen Schützenbruderschaft und Kirche. Ja, die Schützen der 3. Kompanie engagieren sich genauso gut wie die 4. Kompanie hier im Bereich der St. Marienkirche. Wir haben zusammen gestern die St. Marienkirche geschmückt, den Weihnachtsbaum aufgestellt. Und genauso engagieren wir uns auch hier im Rahmen der immer wiederkehrenden Aktion im Pfarrheim. Der Treff am Turm, im Terminkalender der St. Mariengemeinde eine feste Größe. Das nächste Mal öffnen sich die Pfarrheimtüren für den Treff am Turm übrigens am 21. Januar. Dann lädt der Pfarrgemeinderat zu seinem traditionellen Neujahrsempfang ein. Eingeladen sind nicht nur Kirchgänger, sondern alle, die sich mit der Gemeinde verbunden fühlen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benslips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.